Heute machen wir eine Kartoffel-Brokkoli-Pfanne. Wir brauchen dafür einen Brokkolikopf, ein paar Kartoffeln, zwei Zwiebeln, eine große oder zwei kleinere. Wer mag, auch ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, Muskat und Olivenöl. Und das, was ich gerade in der Hand hatte, das sind getrocknete Tomaten im Glas. Ich habe die Kartoffeln geschält und in Würfel geschnitten. Und den Brokkoli habe ich in kleine Röschen zerteilt. Dann habe ich parallel dazu schon mal Wasser aufgesetzt. Ihr seht es im Hintergrund, da kocht es schon. Und da gebe ich jetzt alles rein und lasse es etwa 10 Minuten kochen. Die Zwiebel, die habe ich schon mal in Würfel geschnitten. Die werden nachher leicht angedünstet, angebraten. Und dann werde ich die Tomaten aus dem Glas, die mache ich in ein Sieb, weil die sind doch arg fettig. Die sind ja in Öl, in Olivenöl eingelegt. Und ich muss die ja auch ein bisschen klein schneiden und da gebe ich sie einfach durch ein Sieb und lasse die ein bisschen abtropfen. Das Öl brauche ich nicht wegwerfen, das kann ich dann noch in die Pfanne nehmen zum Braten. Jetzt habe ich etwas Olivenöl in eine Pfanne gegeben und das lasse ich jetzt erhitzen. Ich habe jetzt hier die Zwiebelwürfel in das heiße Olivenöl gegeben und das lasse ich jetzt bei mittlerer Hitze, lasse ich jetzt die Zwiebeln hier so circa 5 Minuten dünsten. Die Zwiebelwürfel, die sind jetzt schon schön glasig. Jetzt gebe ich noch die Knoblauchwürfel dazu. Denn Knoblauch soll man ja nicht so lange anbrädeln, weil der sonst schnell schwarz wird und dann bitter wird. Und deswegen gebe ich den erst kurz vor Ende dazu, bevor ich dann noch die Kartoffeln und den Brokkoli dazu gebe. Hier habe ich schon meinen Salatsieb vorbereitet. Die Kartoffeln und der Brokkoli, die sind jetzt soweit gar gekocht. Ich gieße die hier durch das Sieb und lasse die kurz ausdampfen, abtropfen und dann gebe ich alles in die Pfanne zu den Zwiebeln dazu. Wer mag, kann das auch separat kochen und den Brokkoli erst zum Schluss dazugeben. Man muss halt sehr vorsichtig untermischen, sonst zerfällt er. Mich stört es jetzt nicht so, aber wer das nicht möchte, der kann eben die Kartoffeln und den Brokkoli separat kochen. Und erstmal nur die Kartoffeln anbraten und den Brokkoli ganz am Schluss dazugeben. Ich gebe jetzt ja, da das alles doch recht trocken ist, noch das Öl von den getrockneten Tomaten aus dem Glas. Das ist super lecker gewürzt. Das gebe ich jetzt da gerade zu. Ansonsten kann man auch einfach nur noch Olivenöl dazugeben. Wir sind jetzt fast fertig. Was ich jetzt halt noch dazugebe, sind die Gewürze. Das ist hier eine fertige Bratkartoffelmischung. Dann gebe ich Kurkuma etwas dazu. Das machen wir ja an sehr viele Gerichte und es passt eigentlich auch zu sehr viele Gerichte. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Antikrebsernährung. Kurkuma ist ja schon fast ein Heilgewürz. Dann gebe ich Salz dazu. Dann kommt noch Pfeffer dazu. Aus der Pfeffermühle halt am besten. Jetzt werden die Gewürze vorsichtig untergemengt, damit sie sich sehr gut verteilen. Da eben ganz vorsichtig sein, damit der Brokkoli nicht auseinanderfällt. Wie gesagt, man könnte auch ganz am Schluss dazu machen, das werde ich vielleicht nächstes Mal auch tun. Und jetzt kommen noch die getrockneten Tomaten drauf, die habe ich etwas kleiner geschnitten und dann gebe ich noch frisch geschnittenen Basilikum dazu. Dann habe ich noch Vorräte gehabt. Man kann auch Petersilie nehmen oder Schnittlauch. Aber Basilikum passt ganz gut, weil ja da die getrockneten Tomaten drin sind. Ich habe da immer so ein Töpfchen zu Hause stehen. Da das Ganze noch ein bisschen trocken ist, kann man etwas Sojasahne oder Hafersahne, was man halt da hat, kann man drüber gießen. Wer keine Sahne hat, kann auch einfach nur eine Pflanzenmilch nehmen. Und dann wird das Ganze einfach ein bisschen angenehmer. Also es ist nicht so trocken. So, unser Gericht ist jetzt schon servierbereit.
Wer mag, der kann zum Beispiel auch noch ein bisschen Feta drüber bröseln. Das schmeckt auch ganz lecker. In der Krebsernährung, an die Krebsernährung versuchen wir halt möglichst Milchprodukte und so weiter zu vermeiden. Wobei Schafskäse, ja, wie gesagt, ist halt kein Milchprodukt, ist immer noch besser wie ein Produkt von der Kuh. Aber es geht auch so. Vor dem Essen reibe ich noch etwas Muskat über das Gericht. Und was ich dann auch dazu gebe, frisch geschnittenen Schnittlauch. Da habe ich gerade mir ein paar Tage zuvor ein Töpfchen geholt und habe den jetzt klein geschnitten, habe da ein paar Stängel ab und den mache ich jetzt drüber, weil wie gesagt, alles Grünzeug ist gut für uns in der Antikrebsernährung. Und von daher, was die Küche hergibt, was man halt gerade vorrätig hat, auch im Winter kann man immer ein Töpfchen haben, hat man einfach dann noch zusätzlich Grünzeug dabei. Und da hat man ein ganz leckeres Mittagessen. Das reicht so, wie es jetzt zubereitet war, für gut 3 Personen. Und wie gesagt, wenn man Fleischesser dabei hat in der Familie, kann man da auch noch ein Schnitzel oder irgendwas dazu machen. Dann ist jeder zufrieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Wenn es euch geschmeckt hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch unter dem Video und schaut gerne immer wieder mal rein auf meinem Kanal, wo es jederzeit wieder neue gesunde Rezepte gibt.